Ja, ich hallo? Sag, es ist der Buchstabe B. B ist leider falsch, bist raus, ciao. Aber warte, ich muss noch meinen Fernseher ein bisschen leider machen, das hört man doppelt. Und wir warten auf den nächsten Anrufer. Ja, hey, hier ist der Friedhelm. Nee, der Friedhelm. Und was ist deine Antwort? Also ich würde da tippen, ne? Ich weiß ja nicht, ich schwank noch ein bisschen zwischen zwei Buchstaben, aber ich weiß jetzt noch nicht genau, welchen ich jetzt da genau rauspicken soll, ne? Aber, vielleicht, du musst dich jetzt entscheiden. Jürgen, kannst du mir nicht helfen dabei, mal einmal unter das Papier zu gucken, dass du mir mal sagst, inwieweit ich denn an der Zahl dran bin und nicht? Nee, Friedhelm, ich kann das nicht machen für dich. Mein Job hängt hier dran. Da hängt einiges dran. Die ganzen Leute, aber guck mal, das Produktionsteam, ich kann das nicht machen. Du, hör mal, du hast da ja so einen Stern auf deine Nippel drauf, ne? Ja klar. Wie ist das denn jetzt? Wenn ich da den Buchstaben richtig sehen tue, ist dann der Stern von der Brust weg oder muss ich dann erstmal noch eine Zahl richtig lesen? Wir warten auf den nächsten Anrufer. 1000 Euro noch immer im Pott. 1000 Euro. Morgen auf Ihrem Konto. Morgen. 1000 Euro. Wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung. Ja, hier ist die Sabine. Sabine, was ist deine Antwort? Ist da die Nicole? Oder? Nee, hier ist der Jürgen. Oh. Jürgen Milski von Big Brother früher. Gronk. RTL 2. Oh. Main name ist Steven. Der Buchstab ist P. Ja, ich bin hier mit dem Hawkins. Der ist mein Schwiegersohn. Und der hat gesagt, ich soll mal bei dem Jürgen anrufen. Bist du der Jürgen? Ich bin der Jürgen. Was ist deine Antwort, Sieglinde? Stefan, ich sag doch auch mal was, Stefan. Du kannst doch nicht sagen, dass ich hier anrufen soll. Eine Frau mit 85 Jahren. Und nur weil du da in deinem Rollo sitzt, soll ich jetzt hier die Telefontasten hauen. Das kann echt nicht sein. Stefan. Also, ja, irgendwie, Jürgen, es tut mir gerade irgendwie voll leid, weil Stefan, der ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, der zuckt nicht mehr. Sieglinde, du kannst das einfach ein Buchstabe von A bis G, einfach das Alphabet durch A bis G. Du kannst das mal, 1000 Euro für dich. Sag mir Buchstaben. Ja, okay. Aber ich krieg da keine Waschmaschine oder so, ne? Also nicht, ich hatte das nämlich erst letzten Monat. Da war dann so ein Mitarbeiter hier an der Tür, ne? Und dann sagte der hat mir so einen Staubsauger gezeigt, ne? Boah, jetzt halt dich fest, Jürgen. Stefan, ruhig. Der ist da einfach reingekommen in meine Wohnung. Und dann ist der einfach mit dem Staubsauger durch meine Wohnung spaziert und hat da gestaubsaugt. Ich wusste nicht, was mir passiert. Ich war total von allen guten Geistern verlassen. Und dann eine Woche später, da kam plötzlich ein Staubsauger. Ist das denn die Möglichkeit? Ja, den Staubsauger kriegst du bei uns nicht, aber die Waschmaschine auch nicht. Du kriegst 1000 Euro bar auf die Hand, Cash morgen auf deinem Konto. Was ist deine Antwort? Also, ich nehm das... Ist er schon tot? Ich nehm, ja. C. Das ist die richtige Antwort, Sieglinde. 1000 Euro auf dein Konto. Wahnsinn. Das ist ja super. Hast du das gehört, Stefan? Ich hab einen Feierabend. Mach die Kamera aus. Was? Hallo? Ciao. Hallo? Mama, ich bin voll stolz auf dich.